So, hier nochmal bei Nichibotan, das sind jetzt Kimatsuba. Mehr oder weniger, manche schon gut ausgeprägt, manche noch nicht so stark. Das ist ein klassischer, kein metallischer Kimatsuba. Hier haben wir wieder die metallische Variante, aber da fehlt noch das Hand, also die Beschuppung. Hier genauso. Auch hier. Bei dem sieht man schon ganz gut hier. Die haben so 40 bis 45 cm, sind Nisei, haben als Tosai gekauft. Haben die aufgezogen, die waren relativ klein. Wer hier Interesse hat, haben einen schönen metallischen Glanz, also die sind noch nicht fertig, die Fische. Da kommt noch viel mehr Muster, da braucht man einfach Zeit. Die sehen dann nach dem Winter schon wieder mehr gereift, also da sieht es schon wieder ganz anders aus. Wer hier Interesse hat an den 5, die können da bleiben bis Mai. Die Hälterung bis Mai ist kostenlos. Ab Juni dann verlangen wir 30 Euro pro Monat pro Fisch. Wobei Support auch im Juni dann spielt keine Rolle, ne? Wenn sich das verschiebt auf die erste Juniwoche, das ist immer auch nicht so. Aber ansonsten müssen wir dann Geld verlangen fürs Hältern, das ist klar.